Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Ich möchte Ihnen heute das Kinderbuch unserer Woche mit Tommy von Gudrun Mips vorstellen. Es ist 2014 im Boje Verlag erschienen, fast ca. 124 Seiten und ist als Vorlesebuch konzipiert bzw. für Erstleser, also ab 6, 7 Jahre. Stephanie Scharnberg hat die Illustrationen geschaffen, also hier Abbildung am Cover und hier drinnen die kleinen Zeichnungen im Buch. Um was geht's? Es geht um die drei Geschwister Maxi, die in die dritte Klasse geht, um den kleinen Leon, der Kindergartenkind ist, noch nicht so richtig redet, kann und nur Windeln trägt. Also circa, ja, undefinierbar drei Jahre alt, irgendwas in diese Richtung. Und ihrem großen Bruder Tommy, der als Student eine eigene Wohnung hat, eine kleine Studentenbude. Maxi und Leon verbringen eine Woche lang bei Tommy, weil ihre Eltern der Oma beim Umzug ins Altersheim helfen. Und es geht nun darum, welche Abenteuer die drei Geschwister erleben, da Tommy eigentlich recht unbedarft daran geht, die kleine Schwester und den kleinen Bruder da zu betreuen und wie er dann mit den neuen Situationen, mit den Kindern klarkommt und seinem Alltag. Das Buch ist in 7 Kapitel untergliedert, die so circa 30 Seiten lang sind. Blätter mal hier hinein, sieht man, dass der Schriftgrad recht kurz unter Zeilenabstand, also ideal für Erstleser. Die Erzählart von Gudrun Mips ist etwas gewöhnungsbedürftig, also sie erzählt alles aus der Sicht von Maxi, aber sehr also benutzt eine sehr kindliche Sprache. Manchmal gibt es dann hübsche Witze und es macht Spaß zum Lesen. Jetzt so bei einem Erwachsenen ist es manchmal auch nervig. Ich denke, es kommt ja wirklich auf das jeweilige Kind an, was dieses Buch in den Händen hält, ob es ihm gefällt oder nicht. Also es ist, selbst mag ich solche Sprachstile nicht, weil sie immer sehr ins Oberflächliche und Kindliche und Überzeichnete abdriften können und eigentlich teilweise auch die Kinder unterfordern. Insgesamt gibt es wirklich hübsche Episoden. Also Tommy versucht immer irgendwie so als Student seinen zwei Geschwistern gerecht zu werden und gleichzeitig irgendwie sein eigenes Leben zu machen. Und er ist sehr pragmatisch eingestellt. Also vor allem Leon ist so der Liebling von den Eltern als drittes Kind und die verhätscheln ihn noch sehr und behandeln ihn sehr so als Baby. Und da ist Tommy recht rigoros. Und das greift Gudrun Mips immer wieder auf, wie sehr eigentlich auch die Eltern die beiden Kinder verhätschelt haben und denen zu wenig Anforderungen gestellt haben, obwohl die eigentlich mehr können. Und da hat Tommy einfach eine natürliche Art, da ranzugehen und einfach mal auch was Neues durchzusetzen. Und Leon und Maxi freuen sich darüber, dass sie einfach mal mehr machen dürfen und denen auch mehr erlaubt ist und einfach mal ausprobieren. Und die Eltern vermissen natürlich die beiden Kinder ganz dolle, aber sie spielen eigentlich nur ganz am Anfang und zum Schluss eine kleine Rolle. Ansonsten ist der Fokus sehr auf diese drei Geschwister gelegt. Es geht immer so von Szene und Episode zu Szene und Episode. Also die Übergänge gestaltet die Autorin recht kurz und knapp, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie künstlich wird, sondern schon eine runde Sache ist. Es gibt immer wieder witzige Anekdoten und das macht es dann schon Spaß zu lesen. Also man weiß jetzt eben nie, was da in der Woche passiert. Und es ist jetzt nicht so, dass die Woche irgendwie mit Tag 1, Tag 2, Tag 3 deklariert ist, sondern die Zeit, die spielt so ja, mal ganz kurz und mal ganz lang Hintergrund ab. Man merkt einfach da, dass da so eine Woche dazwischen ist. Wird sehr viel Wert legt die Autorin auf die Interaktion zwischen den Kindern. Ja.
Ich lese mal ein bisschen vor. Und zwar geht es darum, dass nach der ersten Nacht die Geschwister da, die sie da bei Tommy in der Bude verbracht haben, Tommy schläft noch tief und fest und Max und Leon sind schon munter. Und die versuchen irgendwie ihn zu wecken, aber es funktioniert nicht. Und dann machen die sich selber Frühstück, was so ein bisschen ganz quer durcheinander ist. Also es gibt Fischstäbchen mit Kakao, die der Leon hier genüsslich verspeist. Und dann kommt Tommy rein, total verschlafen und denkt, oh, jetzt können wir so weitermachen, also ein bisschen so fürs Studium lernen. Und das kommt natürlich ganz anders als gedacht. Okay, schreit Leon. Und mit seinem frisch gelernten Okay, oh nein, kommen Fischstäbchen mit Kakao aus seinem Mund, gequollen, rausgespuckt auf den Boden. Also, irgendwie wundert mich die, dass die nicht geduscht und gewickelt werden mit Gekitzel und Gelache und Geschrei und Fischstäbchen mit Kakao im Bauch. Das geht nicht gut. Ich seufze, Leon kichert und Tommy starrt entsetzt auf die Schweinerei. Ich kann mir schon denken, was er jetzt denkt. Das sind bestimmt keine netten Worte. Aber wenigstens sagt er die nicht laut. Er schaut mich an, er schaut Leon an, er schaut die Kotze an. Nein, das Bäh-Bäh-Bäh, Kotze, dürfen wir nicht sagen. Tommy aber doch. Kotzt er oft? Fragt er. Und das klingt so, als wäre das Brüderchen kein liebes kleines Brüderchen mehr, sondern ein Kotzbrocken. Nö, sage ich und dann ziemlich streng. Das ist ja keine Kotze, das ist Bäh-Bäh. Und das muss weg, das ist wohl klar. Wir müssen jetzt putzen. Sofort putzt der Zwerg los, mit beiden Schlafanzugärmeln voll drin im ausgespuckten Brei. Bäh-bäh, wegputzen, das hat er noch nie gemacht. Er findet es toll, aber er kann es überhaupt nicht. Das Ausgespuckte verteilt sich auf dem ganzen Küchenboden. Ich kann es ja eigentlich auch nicht im Stinkebrei rumwühlen, aber es hilft ja nichts. Mama ist weit weg. Los, Tommy, sage ich. Er muss das jetzt lernen. Er hat ja jetzt uns. Tommy stöhnt auf, hält sich die Nase zu und geht auf die Knie. Ich auch. Und so putzen wir zu dritt. Mit Eimer und Putzlappen und mit Wasser. Viel Wasser. Und es geht gut. Bloß stinken tun wir jetzt alle drei. Unsere Schlafanzüge, Tommys Unterhose und sein T-Shirt. Das muss alles gewaschen werden, gleich, sage ich und ziehe den Zwerg aus und mich auch. Bäh-bäh, Kotze macht Flecken, sagt Mama. Okay? Was der Zwerg neu gelernt hat, kann ich doch schon lange. Wo ist denn deine Waschmaschine? Bin ich eure Mama? Ruft Tommy und sieht ziemlich sauer aus. Waschmaschine gibt's hier nicht, meine liebe Maxi. Um die Ecke gibt's ein Waschsalon. Du weißt, was das ist? Nö, sage ich. Und nö quietscht auch der Nackerdei-Zwerg. Das Nö hat er von mir. Ruhig dann, Kinder, murmelt Tommy und packt die ganze Stinkeklamotten zusammen in seinen Rucksack und Hemden, Hosen und Socken noch dazu. Da kriege ich auch endlich meinen Kaffee. Das war jetzt so die kurze Leseprobe aus dem Buch. Gudrun Mips bündelt das am Ende alles zusammen und es gibt natürlich einen schönen Schluss. Insgesamt ist eher eine Bewertung von 4 bis 5, von 4 von 5 Sternen. Vor allen Dingen diesem kindischen Sprachstil geschuldet einen Sternabzug. Viel Spaß mit diesem Kinderbuch oder mit irgendeinem anderen Kinderbuch. Wir hören und sehen uns, oder wir haben eh gesehen, aber sehen bald uns wieder ein neues Kinderbuch an. Bis dahin, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Wie immer, die Rezension ist in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.